Herzlich willkommen und was geht ab zu einer neuen Folge von Ja Rambo macht Miese. Und es ist wieder soweit, wir sind bei einem Festival Battle, das Frauenfeld 2019, Ja Rambo gegen Rapstar. Es war für mich auf jeden Fall mal wieder etwas sehr, sehr Besonderes. Ich war im Jahr davor weder auf dem Splash noch auf dem Frauenfeld, nachdem ich in den 2 Jahren davor zweimal hintereinander auf dem Splash gebattelt habe, 2017 und 2016. Und ich liebe es halt einfach, diese Festivals mitzunehmen. Also zum einen sind das oft wilde Gruppen gewesen mit Battle-Rappern, ne? Dieses Gefühl bei diesen Festivals, sich auch im Backstage aufhalten zu können, Geschichten, die da eben passiert sind und so weiter, und halt auch einfach dieses Bild vor einer deutlich größeren Kulisse als sonst halt aufzutreten gegen den Sound der Main Stages und so, das ist schon krass. Das macht immer Bock. Natürlich ist die Qualität der Battles da nicht immer besonders hoch gewesen. Ich bin auf der anderen Seite schon zum zweiten Mal auf dem Frauenfeld gewesen. Ich war im Jahr davor, 2018, da war ich mit. Ich war allerdings nicht auf dem Line-Up und ich war jetzt auch nicht im Backstage und irgendwie mit den Leuten unterwegs. Aber Finch und Gian haben sich stark gemacht, dass ich auf jeden Fall 2 Tickets da bekommen habe. Das war nämlich mein großer Traum, damals Eminem live zu sehen. Und vielen Dank an der Stelle auch nochmal an die beiden. Die haben da mit Tierstar und ich weiß nicht, wer der Ansprechpartner da vom Frauenfeld war, auf jeden Fall geklärt, dass die noch 2 Tickets mehr bekommen konnten, und deswegen hatte ich dann die Möglichkeit, ganz normal da unter den Zuschauern das Eminem-Konzert zu verfolgen. Ich glaube, das Frauenfeld 2018 ist auch noch ziemlich im Regen versunken. Deswegen habe ich mir da, glaube ich, ansonsten nur noch Haftbefehl gegeben. Und das war's schon fast. Also ich habe im Endeffekt nicht wirklich was davon gesehen. Bin in die Schweiz gefahren. Ich habe mir halt die Battles angeguckt, ne, auch vom Publikum aus. Eminem, Haftbefehl und dann da noch gepennt und wieder nach Hause gefahren. Das zum Vorjahr, mehr gab's da eigentlich nicht. Jetzt sind wir 2019, erste Mal Frauenfeld miterlebt. Also zwischen mir und Rapstar gab's eigentlich gar nichts. Das war so dieses typische Festival-Battle. Ich hatte Bock, ich wurde im Vorfeld gefragt, beziehungsweise hab den Leuten auch gesagt, Jungs, ich wäre gerne dabei, wenn ihr wieder auf dem Frauenfeld seid, ich würde das gerne mitnehmen. Rapstar hat anscheinend auch angefragt und so hat man dann einfach versucht, wie beim Rest des Lineups irgendwie bunt zu würfeln. Ich habe Rapstar vorher noch nie live gesehen. Ich kannte zwar das Battle, was wir uns jetzt am Sonntag angeguckt haben gegen Fresh Polacke. Da lagen ja jetzt auch über 4 Jahre dazwischen, haben wir am Sonntag festgestellt. Ich glaube, damals hat mir das noch weniger gefallen als jetzt, wo ich es auch ein bisschen analysiert habe und alles. Ne, habe nicht viel erwartet, hatte aber auch mit ihm absolut keinen Stress. Und habe dementsprechend auch einfach versucht, hier ein paar Zweizeiler zu schreiben, ein paar gute Punchlines, ne? Einfach so ein bisschen das Publikum, das Laufpublikum, was vermutlich eh nicht so in der Materie drin sein wird, ein bisschen abzuholen. Wir gucken uns das Ergebnis gleich an. Für alle, die das Ganze jetzt nicht interessiert, die können gerne skippen. Ich habe Timestamps drin, dann spult gerne vor bis zum Battle, weil wie in den letzten beiden Reactions, wo wir uns Splash Battles angeschaut haben, erkläre ich euch oder erzähle ich euch einfach noch so ein paar Geschichten vom Frauenfeld, weil hier ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich fange einfach mal an. Ich bin mit Goyner und Merlin da hingekommen. Das war auf jeden Fall auch eine wilde Fahrt. Ich glaube, auf der Fahrt ist nicht so viel Erwähnenswertes passiert, ne? Sonst wäre das vermutlich auch im Goyner-Battle gelandet. Also das war alles im Rahmen. Ich habe mich aber von Tag 1 beim Frauenfeld sowas von wohlgefühlt, ne? Weil das ist nochmal was ganz anderes von der Location, vom Service und so als das Splash. Und ihr müsst euch vorstellen, ich weiß sowas immer sehr zu schätzen, ne? Also auch überhaupt beim Splash dabei zu sein, da in den Backstage gehen zu können und Leute da zu treffen, so ein bisschen zu connecten und einfach vor so einer großen Kulisse dann auftreten zu können, bedeutet mir sehr viel. Ich habe das immer sehr zu schätzen gewusst. Trotzdem gab es dann auch so ein paar Dinge einfach auf dem Splash, die mich dann irgendwie immer so übelst abgeturnt haben. Ich habe das schon hier und da mal erwähnt, unter anderem dieser Campingplatz, ne? Also das heißt, Diltily durfte damals, ich weiß nicht wie es heute ist, immer auf den VIP-Campingplatz. Das war jetzt aber auch irgendwie kein kleiner, gehobener Campingplatz, wo wirklich so ein paar
Leute am Start waren, die da Auftritte hatten. Also so kam es mir im Endeffekt nicht vor. Es war im Endeffekt ein Zeltplatz, der ein bisschen kleiner war als der Hauptzeltplatz. Und im Endeffekt kann man aber ganz normal auch dafür etwas teurere Tickets kaufen. Ich weiß tatsächlich nicht, wo es sonst noch Unterschiede gibt. Also ich weiß nicht, ich habe mich da immer geekelt, so mit 500 Leuten unter einer Dusche zu stehen und auf Wurzeln zu liegen unterm Zelt. Also es war immer so ein richtiger Acker. Und klar, das lag jetzt an der Orga von Top Tier, dass wir hier in einem Hotel waren. Aber ich fand halt auch einfach den Service beim Frauenfeld deutlich krasser, ne? Also während man beim Splash immer 100 Mal kontrolliert wurde, ob das, ob dieser Backstage-Pass, dieses Artist-Bändchen und so, ob das Original ist, was da genau draufsteht, ob man wirklich jeden Tag rein darf, und dann kommst du zur nächsten Security, die guckt schon wieder. Das hat immer sowas von genervt, während du auf dem Frauenfeld sogar nicht mal Probleme hattest, wenn du irgendwelche Leute. Also jetzt natürlich nicht massenhaft, aber wenn du mal so eine Person oder so aus dem Publikum mit in den Backstage nehmen wolltest, hast du einfach gesagt, die gehört zu mir, und dann haben die dich da durchgewunken, ne? Dann hast du da alles umsonst bekommen. Also ich werde nie vergessen, wie ich da Zigaretten gebraucht habe, und dann gab es da halt so einen Stand und die haben Zigarettenpackungen verschenkt. Natürlich jetzt keine Marlboro oder sowas, ne? Nicht das, was du dir am Kiosk holst. Das war irgend so eine Marke, ich erinnere mich nicht. Auf jeden Fall Mitsponsor vom Frauenfeld, aber konnte man auf jeden Fall rauchen. Und hast du da wirklich stangenweise als Artist oder jemand, der in den Backstage konnte, geschenkt bekommen? So, und das war einfach crazy, ne? Dann weiß ich noch, das werde ich halt auch nie vergessen. Ich bin einen Abend mit Vinci nach dem Festival, also da war wirklich jeder Auftritt vorbei, Backstage war schon leer, Lichter waren schon aus. Da bin ich mit Vinci, bevor wir zurück zum Hotel sind, an die Bar gegangen, und wir wollten uns irgend so eine große Grey Goose oder so klauen, ne? Und haben noch so gesagt, komm, wir gucken einmal, ob hier irgendeiner rumläuft oder so, nicht, dass wir erwischt werden. War alles in Ordnung. Wir gehen so hinter die Bar, haben uns diese riesen Grey Goose Flasche gepackt, und auf einmal kommt so ein Security, ne? Und wir so, boah, Mann, jetzt müssen wir mit dem palavern und sowas, ne? Und er so, ja, was geht ab und so, ne? Wir so, ja, wir wollten diese Grey Goose nehmen und sowas. Er so, macht doch, ist doch umsonst, könnt ihr eh alles mitnehmen, nehmt euch noch mehr mit und sowas. Und wir so, hä? Ne, also wir waren so richtig sissy am Starten, wie wir nicht erwischt werden, und haben so überlegt, komm, wenn wir schon was mitnehmen, dann natürlich auch das Feinste vom Feinsten, und dann wirst du erwischt, und dieser Typ, den juckt das einfach nicht. Der sagt so, hä, nimm dir doch, was du willst, nehmt euch noch mehr, nehmt euch 2 Flaschen, nehmt euch, keine Ahnung, einen Einkaufswagen mit. Und genau so ist das dann auch irgendwann geendet, ne? Ich habe mit meinem Auto auf dem Parkplatz am VIP-Bereich geparkt, und wir haben halt gedacht, ey, wir nutzen das Ganze jetzt aus. Ich kam mir hinterher so ein bisschen pennermäßig vor, ne, weil ich weiß noch, ich und Merlin, wir haben dann permanent die Kühlschränke geleert, so, ne? Wir sind permanent zur Bar gegangen und haben uns dann, wie gesagt, ganze Flaschen bestellt. Das ging während dem Tag eigentlich nicht. Also du konntest dann immer sagen, ich will ein Wodka dies, ich will ein Jackie das, und hast das halt bekommen, musstest nichts bezahlen. Aber wenn du gesagt hast, gib mal so eine ganze Flasche, dann haben die während dem Tag, während der Veranstaltung gesagt, ja, warum? So, und dann mussten wir mal sagen, ja, ein Kollege hat Geburtstag oder dies, das. Ne, also wenn man ein bisschen gedribbelt hat, dann hat das auf jeden Fall funktioniert. Und wir haben uns dann permanent versucht, Flaschen von der Bar zu angeln, und haben die ganze Zeit in unsere Rucksäcke voll gemacht und immer wieder zum Auto gebracht. So, dann gab es dann natürlich auch Kühlschränke. Da musstest du jetzt keinem sagen, gib mir mal eine Cola oder dies, das. Da konntest du einfach dran gehen. Und da haben wir dann auch permanent, wenn wir gegessen haben, unseren Rucksack so unterm Tisch aufgemacht, sind immer abwechselnd zu diesen Kühlschränken, haben uns so 4, 5 Cola, 4, 5 Red Bull, alles, diesen ganzen Rucksack voll gemacht und dann immer abwechselnd zum Auto geladen. Und ich habe am letzten Tag, ne, ich habe diesen Kofferraum aufgemacht, und da kamen mir Flaschen entgegen. Also wir haben auf jeden Fall, wer da, ich glaube, Pfand war da nicht drauf, ich glaube, wer da Pfand drauf gewesen, so, dann hätte man noch gut was abgestaubt in Cash, so, ne, wenn man es umgetauscht hätte. Aber alleine diese Getränke, ne, ich war auf jeden Fall für 2 Wochen versorgt, Merlin wahrscheinlich auch. Also anders krass, ne, dass du da nichts bezahlen musstest, alles hast du umsonst bekommen. Was gab es noch für witzige Geschichten? Also ich werde auf jeden Fall nie vergessen, da war so eine Ecke von hiphop.de, meine ich.
Die hatten da so alles aufgebaut für Interviews und Podcasts und so. Und da war so eine Couch mit einem Nintendo 64. Und da war ich mit Goiner einen Abend am Zocken. Ich glaube, das war sogar der erste Abend, wo wir da waren. Und auf einmal, ich war so am Handy, Insta, Facebook, ich weiß gar nicht mehr, was damals noch aktuell war. Ich war auf jeden Fall irgendwas am Durchgucken. Und auf einmal setzt sich irgendjemand neben mich und sagt so, ey, bist du ready? Dann lass mal zocken jetzt so, ne? Und dann war das einfach Bones so. Und ich habe schon mal gesagt, ich feiere Bones sehr, ne? Ich habe den auch zu der Zeit schon sehr gefeiert. Das war auf jeden Fall dann sehr witzig so, ne? Weil er auch gar nicht irgendwie gefragt hat, ob ich da aufstehen möchte, ob er mit irgendeinem Kollegen zocken kann. Er hat sich einfach so diesen Controller genommen und hatte Bock so gegen mich dann Mario Kart 64 zu zocken. Das war auf jeden Fall noch richtig lustig. Und was ist noch passiert? Was ist noch passiert? Also da gab es einige Stories. Das ein oder andere muss man jetzt hier auch nicht breittreten. Ich würde sagen, so eins der witzigsten Erlebnisse, das werden wir auch in einem der nächsten Battles unter die Lupe nehmen, war das Robscure eines Morgens, wo ich wirklich total verkatert aufgestanden bin und einfach, weil ich nicht so asozial mehr gewesen bin, da ich mir rausgenommen habe, jetzt im Hotelzimmer zu rauchen, habe ich gedacht, komm, gehst du gerade runter, rauchst dir eine Kippe auf dieser Terrasse da um 7 Uhr, 8 Uhr morgens so, wo man eigentlich noch gar nicht aufstehen möchte, einfach seine Garo rauchen, wieder hoch aufs Zimmer gehen und weiter schlafen. Und dann sitzt da Robscure mit so einem alten Opa, also der gehörte nirgendwo zu, der war dann einfach Hotelgast und die haben da Schach gespielt. So um 7 Uhr, 8 Uhr morgens so, ne? Und ich hab so direkt vor ihm gestanden. Also er ist so hier, ich bin so hier, ich guck ihn so an, er guckt mich so an, ich mach so, hä? Was geht ab, Bruder? Also, warum spielst du Schach, Alter? So crazy. Ich kam darauf gar nicht klar. Ich habe da auch jedem dann von erzählt. Ich habe so, habt ihr das gesehen? So, Robscure hat um 7 Uhr morgens mit einem alten Opa Schach gespielt, während wir auf einem Battle-Rap-Event sind, so, oder auf einem Hip-Hop-Festival. So, was geht jetzt ab? Naja, viele, viele lustige Sachen. Das war so mein Highlight eigentlich. Darauf bin ich nicht klargekommen. Darüber habe ich lange nachgedacht, lange philosophiert, was da passiert. Inzwischen bin ich in gottlosesten WhatsApp-Chats, wo Leute damit angeben, dass sie Schachskills haben. Und ich denke mir so, Bruder, was für Schach, Mann. Dieses Spiel ist todlangweilig. Ich hasse das. Demnächst werden Leute mir auch noch sagen, dass die jetzt Bücher lesen oder Zeitungen beim Scheißen lesen. Naja, was auch immer. Letztes, was mir so passiert ist, was mich auf jeden Fall sehr gefreut hat, ich habe im Backstage Motrip kennengelernt. Das war halt auch krass, ne? Weil man sieht so diese ganzen Leute und man denkt immer so, ja, die kennen einen nicht und sowas, ne? Oder keine Ahnung, man hat so ein bisschen auch beobachtet, was da abging und sowas. Und es gab so eine Stelle, da kam hier Casey Rebel so mit seinem ganzen Lager rein und vor uns im Backstage-Bereich saß hier so komplett Camp AON, Ratar, Sio war nicht dabei, aber Sami und so. Und ich habe gedacht, boah, jetzt knallt's gleich. Das war halt so diese Zeit, wo die übelst Palaver hatten. Da war einfach so eine Spannung in der Luft. Und wie gesagt, irgendwann lief uns so Mo Trip über den Weg und der kannte einfach alles so, ne? Also ich habe noch so gedacht, ja okay, Jarambo, Champ von Diltili kann man mal kennen, aber der wusste sogar, wer Karma ist und so. Der wusste einfach alles so, ne? Der hat dann so gesagt, ah, den kenne ich doch auch und ah, bei Vinci meint er so, ah, du bist doch der hier von dieser Battle League Letzteburg und sowas, ne? Diese Luxemburger, die immer hier in Deutsch battlen und so, ne? Also das war auch richtig krass, weil mit ihm habe ich auch danach so ein bisschen Kontakt gab, ein bisschen gechattet. Der hatte kurz vorgeschlagen, ob der mit zum Titelmatch nach Berlin kommt, was wir uns als nächstes angucken gegen Mikesh. Das hat dann am Ende nicht geklappt. Naja, und jetzt habe ich euch, glaube ich, viel erzählt. So die wichtigen Sachen habe ich erzählt, die lustigen Sachen habe ich erzählt. Und ich würde sagen, ich check noch mal ganz kurz, was mit meinem Licht abgeht. Das flackert ein bisschen und danach gucken wir aufs Battle. Okay, Leute, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe die Helligkeit jetzt ein bisschen runtergestellt. Ich glaube, jetzt geht es. Ich habe keine Ahnung davon. Also, ihr wisst Bescheid, bei mir ist die Länge ausgeprägt. Ich muss nicht so auf die Technik achten, deswegen keine Ahnung. Ich glaube aber, jetzt geht es. Eben hat es so ein bisschen geflackert, ne? Ich glaube, ich habe es auch im Bild gesehen. Ansonsten müssen wir jetzt durch die nächsten zwei Reactions damit durch, weil ich heute auf jeden Fall zwei Sachen aufnehmen werde. Wenn das nicht besser wird, dann bestelle ich mir was Neues, dann habt ihr das aber erst in der übernächsten Reaction wieder. Aber wie gesagt, so scheint es jetzt erstmal zu funktionieren und wir gucken uns jetzt das Battle an.
ein Basketball! Zweiter Tag auf dem Frauenfeld-Festival und zweites Match am heutigen Tag. Ich stelle als erstes den Herrn zu meiner Linken vor. Bitte einen riesen Applaus für Jarambo! Digga, willst du noch was sagen vor dem Match? Jo, was geht ab, Schweiz? Ich hoffe, ihr habt Bock. Geht gleich richtig ab, Alter. Macht nochmal Lärm, Alter. Und auf meiner rechten Seite, ich freue mich sehr, dass er heute am Start ist und battet gegen Jarambo. Bitte einen riesen Applaus für Rapstar! Ja, jetzt war ich ein Ticken zu spät. Ne? Ich hätte euch gern noch mal kurz die Kulisse gezeigt, aber wir werden es gleich noch mal sehen. Ich weiß gar nicht, wer parallel gespielt hat. Ich meine, dass während unserem Battle irgendwann Miami Yassin dran war oder so die komplette KMN-Gang. Ich weiß es nicht mehr, ob die halt komplett gespielt haben, während wir dran waren oder ob die gleich erst irgendwann anfangen. Also ich weiß, dass die auf jeden Fall dran waren während meinem Battle. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es von Anfang an war oder halt später. Ja, Crowd war überschaubar, ne? Ich würde sagen, so für ein Standard Diltily-Event oder so wäre das auf jeden Fall dem nahe gekommen. Aber es ist halt einfach was ganz anderes, ne? Also auch Top-Tier-Takeover-Event so, ne? Ist immer schwer einzuschätzen, weil beim Frauenfeld die Bühnen sind halt sehr breit und nicht so in die Länge gezogen. Dementsprechend, ich glaube, da waren schon einige da. Ja, schwierig das zu vergleichen. Ich würde aber sagen, nicht viel weniger als halt bei den klassischen Events so. Was halt sehr schwierig ist und ich finde, das transportiert dann auch so ein Battle immer nicht ganz so gut, das ist dieser Abstand. Ne? Ich glaube, damals im Binu, da musste Top Tier das nicht machen. Bei Diltily ist das sowieso nicht der Fall. Aber ich glaube, bei den letzten oder bei ein paar der letzten Top-Tier-Takeover-Shows habe ich das auch mal mitbekommen, je nach Größe der Location oder der Bühne muss ja diese Sicherheitsabsperrung sein. Das heißt, da muss zwischen Bühne und Publikum diese Barrikade aufgestellt werden und so 1 bis 2 Meter. Ich glaube, da gibt es halt wirklich je nach wie viele Leute da sind, wie groß die Bühne ist, wie groß die Location ist, gibt es da so Richtlinien. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, ich habe das nur mal irgendwo aufgeschnappt. Und ich weiß nicht, diese Entfernung einfach zum ersten Zuschauer so, ich weiß nicht, ich finde, das macht irgendwas aus. Das ist fürs Battle an sich, ne? Also als der es austrägt, schon irgendwie nicht so schön. Ich glaube, vom Publikum her ist das gar nicht so schlimm, weil es gibt ja an sich auch immer Leute, die weiter hinten stehen und so. Also es ist jetzt nicht so, dass die das nicht verstehen, aber ich finde ein Battle einfach schöner, wenn man wirklich so ein bisschen eingekreist ist. Das geht ja auch an der Bühne, ne? Wenn die Leute bei einer Bühne direkt an der Bühne stehen können oder halt bei Diltily dieser Kreis möglichst ganz, ganz eng und kuschelig ist, ne? Sodass das wirklich so ein Hexenkessel-Feeling hat und das ist hier halt absolut nicht gegeben, weil ihr seht schon, die Bühne ist nicht krass gefüllt. Ich glaube, irgendwo steht hier auch Motrip rum, der ist nämlich extra zu unserer Bühne gekommen. Das fand ich auch sehr krass, weil der musste wirklich zu dieser Bühne den Backstage-Bereich verlassen und einmal übers offene Gelände gehen. So, das musste natürlich jeder Artist, der da aufgetreten ist, auch, aber ich glaube, hier auf der Bühne waren jetzt gar nicht so Riesen-Artists, ne? Und bei Motrip hast du auf jeden Fall gesehen, während er vom Backstage darüber gekommen ist, der wurde halt permanent zugelabert, die Leute wollten Fotos machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, viele bleiben dann halt auch einfach lieber im Backstage-Bereich, ne? Und riskieren halt nicht, dass sie dann da wirklich krass aufgehalten werden, wenn die da irgendwo jetzt hingehen müssen. Deswegen habe ich ihm das auch schon hoch angerechnet, dass er da rumgekommen ist. So ein paar Jungs hier vom Team von hiphop.de, mit dem wurde, glaube ich, am letzten Tag auch so ein Podcast gedreht. Die waren auch dabei, also das war schon ganz cool, wie viele Leute hier einfach noch mit rübergekommen sind. Aber trotzdem ist die Bühne jetzt nicht krass gefüllt gewesen, das meine ich, ne? Deswegen hast du halt gar nicht diese Battle-Atmo, sondern stehst gefühlt ganz alleine auf dieser Bühne drauf. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Rapstar. Das ist heute mein zweites Battle in meinem ganzen Leben. Mal schauen, wie ich heute abschneide gegen den Diltily-Champion. Okay! Ich sehe, in der ersten Reihe wissen alle schon Bescheid, aber alle, die neu dazugekommen sind, wir brauchen wirklich absolute Ruhe. Ja, die da drüben haben das nicht so ganz verstanden, ne? Müssen vielleicht mal die Boombox ein bisschen leiser machen. Aber hört zu, wenn Lines zu feiern sind, feiert mit. Wenn euch irgendwas persönlich berührt, es geht nicht um euch. Nicht buhen, ruhig sein. Erste Runde, Jarambo, Frauenfeld. Seid mir jetzt alle ruhig. Let's go. Ey, scheiß auf dieses Battle, eigentlich könnte ich gleich wieder gehen.
Ich meine, hier steht ein Moslem im US-Army-Shirt. Jetzt habe ich alles gesehen. Aber egal, hast du Bock, Rapstar, Digga? Ich habe gar keinen Bock, Alter. Ja, ich habe gerade auch gar keinen Bock. Ey, ich finde das hier über die Kopfhörer schon extrem schwer zuzuhören. So. Also, ich fand die Intro-Line okay. Ist einfach so, ich habe viele Freunde, wo ich weiß, wie die generell so zu USA stehen und sowas. Aber wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht weit ausholen, weil ich kenne diese ganze Politik dazwischen nicht. Das kam mir da einfach spontan noch so in den Kopf. Ne? So krass, dass er so als Türke so ein US-Shirt so mit so einer Flagge drauf trägt und so. Weiß ich nicht. Vielleicht liege ich da auch voll falsch. Ne? Ich würde einfach behaupten, in meinem Freundeskreis gibt es viele so, die sagen, USA ist Feindbild. Aber wie gesagt, ich habe da keine eigene Meinung zu, weil ich bin da nicht belesen genug. Ich höre das jetzt hier schon, ne? Das ist definitiv KMN. Ne? Ich habe bis heute überlegt, Erla, geh mir aus dem Weg. Ne? Man hört das übertrieben, also viel, viel lauter als beim Splash. Ich versuche vielleicht euch einmal so, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Ne? Also die Bühne geht ja nach hier, zu Merlin quasi hier hinter Merlin. Ne? Also wenn man jetzt hier lang gehen würde, weiter durchgehen würde, gehst du geradeaus auf die Mainstages zu. Das heißt, wirklich, die Boxen sind in unsere Richtung ausgerichtet. Ne? Und das kommt komplett auf diese Bühne hier. Auf dem Splash, da waren wir immer so ein bisschen versteckt hinter einem riesen Gebäude auf einer kleinen Bühne. Ich weiß gar nicht, wo die das inzwischen machen, weil da war ich jetzt auch schon jahrelang nicht mehr dabei, ne? Seit die da nur noch On-Beat-Battles machen. Aber da hast du eher so ein bisschen die Bässe gehört, aber du hast nicht so krass auch die Tracks da gehört. Ne? Und hier, ich kann mich jetzt schon beim Reacten kaum drauf konzentrieren, weil es ist unnormal laut. Ich hatte noch nie so wenig Bock auf ein Battle und hab den Sinn dahinter angezweifelt. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich trotzdem hier bin, einfach nur aus Langeweile. Mann, und warum der hier ist? Weil er bei irgendeinem Schwanz gesigned ist und ihm der Anspruch freisteht, hier mit VIP-Band zu cyphern, weil Tierstar seine für einen Battle-Rap-Rookie doch eher überdurchschnittliche Bekanntheit reizt. Junge, langsam reicht's. Guck mal, alle anderen, die hier stehen, sind für den Shit schon durch das ganze Land gereist und kennen das Gefühl, sich von null an, voll Angst und Schweiß, bis nach oben hochzukämpfen und inzwischen ganze Hallen abzureißen. Mann, und ich bin der unangeleinte Leitwolf, der mit dem dicksten Schwanz, die Eins vor einem Newcomer, bei dem wahrlich nur der Name scheint. Denn kommst du heute wieder nur mit deiner langweiligen, aneinandergereihten, einsilbigen Standardscheiße, bin ich wie der Zoll am Rand der Schweiz, da ich dir den Arsch aufreiß. Einstiegsreimkette auf jeden Fall in Ordnung. Na, ich habe das Gefühl, das ein oder andere so ein bisschen die Energy gefehlt, also nicht ganz so gut transportiert die Line, ne, obwohl die eigentlich gut geschrieben war. Inhaltlich auf jeden Fall was dran, ne, dass wenn jemand wie Rapstar sich meldet, der halt ein paar CDs im Regal stehen hat und ein bisschen mehr Reichweite hat als so die Standard-Battle-Rapper, sage ich mal, dann reizt das natürlich auch immer den Veranstalter und dazu sagen, das ist so das Einzige, ne, und nicht die Skills, die man in deinem letzten Battle gesehen hat, im Gegensatz zu allen anderen, die hier sind, die sich sowas halt immer irgendwie voll verdienen müssen, mit auf so ein Festival zu kommen, ne? Also, denke ich, kann man eigentlich so teilen. Aber wie gesagt, Power fehlt und ich kämpfe wirklich hier permanent damit, mich überhaupt auf den Inhalt konzentrieren zu können, weil ich höre wirklich Gebrabbel, ich höre Bass, ich höre KMN-Gang. Es ist total schwierig. Aber was für bekannt! Du bist einfach ein bisschen abgehoben wie so ein Vogel-Rapstar. Du hast ein paar hunderttausend Klicks, schön, Hype geht erst los bei mehreren Millionen Rapstar. Hast ein Album rausgebracht, das bekam von der Juice nicht mal eine Krone, Rapstar. Chartet Platz 27, aber heutzutage ist Top 3 Minimum für große Rapstars. Aber trotzdem redest du von Cash und Erfolg und musst wieder ein Rap-Battle machen und das einzig und allein für Album Promo, Rapstar, hier auf der kleinsten Bühne des Festivals. Digga, wenn du so krass bist, warum spielst du nicht da hinten auf der Mainstage deine Show, du Bastard? Ja, und natürlich die Aussage, Top 3 ist heute Minimum für große Rapstars, ist natürlich immer schwierig so zu sagen, wenn du selber noch nie eine CD rausgebracht hast oder so. In meinem Kopf war halt eher so, dass die Rapper, die ich gefeiert habe, denen ich auch so gefolgt bin oder sowas, ne, dass ich so das Gefühl hatte,
Ich weiß nicht, 2019 haben wir hier so, aber so gefühlt seit 2016 oder sowas gab es generell halt auch in Deutschland so einen Wandel, dass Hip-Hop, auch Deutschrap immer beliebter wurde, immer besser verkauft wurde. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal von Kollega, glaube ich, so einen Diss-Track an Flair. Da hat er doch irgendwie gesagt, ich gehe auf Platz 17 oder Platz 11 und ihr teilt euch die 22 und das war einer der größten Erfolge damals so, ne? Und dann Jahre später hast du einfach, wenn Kollega ein Album rausbringt, ne? Das geht auf 1, 2 oder 3, ne? Wenn Haftbefehl ein Album rausbringt, wenn KZ, also wenn Deutschrapper Alben rausbringen, dann, also große Deutschrapper so, dann ist das auf jeden Fall inzwischen in der Top 10, wenn nicht sogar Platz 1. Du hast kaum noch irgendwie so Popmusik oder so, die auf einmal in den Charts landet oder sowas, ne? Du hast kaum noch andere Musikrichtungen, wenn ein neues Album rauskommt. Also wenn ein Deutschrapper ein Album rausbringt, dann ist das in den Charts immer mit am stärksten vertreten. Wenn du natürlich jetzt ein Deutschrapper bist, den, keine Ahnung, der nicht so diese Nummer 1 Hits permanent rausballert, ne, sondern den, keine Ahnung, der eine gute Reichweite hat, eine gute Fanbase hat und dann halt ein bisschen was verkauft, klar, ne, dann kann man nicht davon ausgehen, der chartet jetzt genau wie ein Bones MC, wie KZ, wie Sido oder sowas, ne, das ist schon logisch, ne, aber das war für mich halt einfach so der Vergleich, so, ne, du bist definitiv halt jetzt nicht der größte Rapstar, auch wenn du dich manchmal so laut eigenen Aussagen so ein bisschen dafür zu halten scheinst, ja. Soll ich dir sagen, warum, Digga? Weil deine Musik der allerletzte Rotz ist und kein Schwanz auf der ganzen Welt interessiert sich für so einen Dreck, du Spaten. Dann hast du letztens ernsthaft Oxymiron für ein Battle rausgefordert, doch da hattest du schlechte Karten. Aber ein Tipp von mir fürs nächste Mal, kommentier einfach die nächsten Jahre die Facebook- und Instagram-Beiträge von ihm mit Hashtag Rapstar wartet. Vielleicht... Ja gut, das haben jetzt auf der Bühne ein paar gecheckt, so in der Crowd kommt es wieder nicht an, also ganz kurz, ich glaube Oxymiron hat Kollega rausgefordert und hat dann in irgendeinem Interview gesagt, seine komplette Fanbase soll in nächster Zeit alles von Kollega kommentieren mit Hashtag Oxy wartet, ne? Dass Kollega darauf aufmerksam wird, dass es ihn nervt und dass er irgendwann, wenn er das abschalten will, sagen muss, alles klar, komm ran. Ne, ist es, wie wir inzwischen wissen, bisher nicht zugekommen. Ich glaube, inzwischen gibt es auch keine Hashtags mehr mit Oxy wartet, aber war für mich einfach so die Referenz dazu. Klappt's ja. Tipp Nummer 2. Investier mehr Zeit in deinen Text. Denn glaub mir, ich hab die Deutschstunden auch meistens verpennt, aber reimen ist kein großes Talent. Und wenn ich höre, dass jemand ernsthaft Tarantino, gestern Kino, jetzt Casino, Cappuccino aus Marino in der Limo mit Pacino rappt, Digga, dann bin ich entsetzt. Ich mein, Fresh Polacke hat vor ein paar Jahren schon gezeigt, deine Texte sind sogar zu wack für Baumschüler. Denn du selbsternanntes Traumfeature schreibst einfach ein paar Wörter, die sich reimen, sodass dein Text am Ende klingt wie Stadtland Fluss plus Regisseur und Schauspieler. Ernsthaft, so ein Zitat von seinem Track D.O.P. Flat Rates, Black Bass, White Bass, Sex Dates, Michael Bay, Tyler Gray? Digga, keine Ahnung, vielleicht bin ich da raus oder ist das, was ihr braucht? Ich hab mir auf jeden Fall gedacht, den Scheiß probier ich mal aus und Hand aufs Herz, wenn ihr das feiert, dann nehme ich das auf. Also pass auf. Ey, ich chill mit billigen Bikini, Bitches auf Tahiti. Finger sie wie E.T. Sie haben dicke Titties wie Rikishi, Capri, Sonne, Kiwi. Die Shisha schmeckt nach Aubergine und Zucchini. Dazu Ricola und Beefy. Fahr weiter nach Rimini. In meiner Jim Beam Flasche lebt ein Genie. Die einzigen von Warner, die ich feier, sind Bugs Bunny und Speedy. Gonzales, Tess, Duffy Duck, Roadrunner, Sylvester und Tweety. Mein Leben ist ein Gangsterfilm. Martin Scorsese. Ja, noch eine Reaction bekommen. Ich schwitze hier gerade nicht nur wegen der Hitze auf dem Dachboden. Es ist schon ein bisschen unangenehm. Ne? Also ich weiß es nicht so. Das geht halt einfach auf so einem Festival, glaube ich, alles in einem so ein bisschen unter. Ne? Ich weiß es nicht. Ne? Also das Beste, was du da machen kannst, ist nicht zu sagen, was hat der schon gemacht. Und er hat Zitat dies und sein letztes Battle gegen den das. Sondern einfach zwei Zeiler, Mann. Zwei Zeiler. Du siehst so und so aus. Ich mache mit dir das und das wie der und der. Hau einfach raus. Aber bau nicht zu lange auf. Kam mir ein bisschen in die Länge gezogen vor und ein bisschen
unangenehm schon anzugucken langsam. Richtige Scheiße, Alter. Aber wo wir gerade bei Regisseuren sind. Digga, ich drehe ein Porno mit deiner Mutter in der falschen Reihenfolge, wie bei Memento von Christoph Nolan. Werd die Schlampe noch später hier drüben von dem Mischpult stoßen und sie lutscht meine dicken Hoden. Und wenn du sie dann fragst, ob sie mein Sperma geschluckt hat, macht die... Und ich sag, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja, Digga, ganz lockere Nummer, mit der ich Rapstar hier wegfeg. Das war ein Part Real Talk, jetzt kommt noch einer Generics und dann einer mit Technik. Time. Schöne erste Runde von Jarambo! Na, also ich bin nicht zufrieden damit, so das ein oder andere kann man drüber lachen und sowas, ne? Geschrieben war es auch ganz okay, aber nicht gut rübergebracht, ne? Ich habe mich übelst rausbringen lassen und ich glaube, ich habe das auch gemerkt, ne? Also ich habe dieses Battle vermutlich auch noch nie gesehen. Vielleicht habe ich es einmal auf YouTube angeguckt, aber das war es dann auch höchstens, ne? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß schon, dass mir das sehr, sehr unangenehm auch war und dass ich absolut nicht mit mir zufrieden war. Ja, und wie gesagt, nicht inhaltlich, sondern einfach, wie es am Ende gelaufen ist. Und ja, kann ich jetzt nur bestätigen. Also es geht schlimmer, aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde, die ganze Performance ist für den Arsch. Die Zeilen teilweise nicht so, Die Energie, da hat irgendwie vieles gefehlt, was mich sonst auszeichnet, so, ne? Deswegen sage ich, über die Inhalte kannst du ein bisschen lachen, aber performancemäßig unter aller Kanone. Oh! Erste Runde, Rapstar! Ich bin ja auch auf jeden Fall der einzige Rapper, der sinnlose Texte schreibt. Okay. Komm mir nicht damit, dass ich einer von der Szene bin, weil ich mit keinem von der Szene bin. Junge! Mich von dieser Position anzugreifen macht wenig Sinn. Du versuchst dich zu positionieren, während ich zu deiner Freundin sage, leg dich hin, ruft sie dich zu Hause an und sagt, hey Schatz, wie geht's dem Kind? Ja, du bist im Februar Vater geworden. Alles klar, erstmal herzlichen Glückwunsch für Jarambo, er ist Vater geworden, let's go! Geil, Alter, geil, geil, geil. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Viel Erfolg für die Zukunft. Du bist alt, aber kennst kein zu jung. Ich hoffe, wenn die anfängt zu laufen, dass in dein Penis kein Blut pumpt, du pädophiler Bluthund. Sagst, du bist nicht so einer. Warum gibst du ständig dazu Statements ab, du pädophiler Rassist? Alter, du gibst ständig dazu Statements ab, du pädophiler Rassist. Aber wenn es gar nicht stimmt und gar nicht so war und gar nicht so ist, Junge, wenn in deinen Parts nur einmal das Wort Rassist oder Pädophil vorkommt, gibst du damit automatisch preis, dass du glasklar so einer bist. Du verfickter Rassist, Alter. Zwei Sachen. Also zum einen finde ich, Rapstar kommt halt auch noch nicht gut rein, ne? Also er setzt die Lines immer wieder neu an, ne? So ein bisschen textunsicher auf jeden Fall. Er kommt nicht komplett raus, ne? Aber ich finde, das sorgt immer dafür, dass man nicht so gut folgen kann. Na, wenn du eine Line anfängst und dann irgendwie Junge und dann fängst du die nochmal von vorne an, ne, weil vielleicht hast du auch ein Wort falsch gesagt oder sowas, das bringt einen, finde ich, immer so ein bisschen durcheinander. Die Performance fand ich so ein bisschen komisch, wie er da hinter mir hergelaufen ist und alles, ne, aber es ist auch jetzt nicht schlecht, ne, es ist einfach ein bisschen schwierig zu folgen, würde ich sagen. Was ich hier halt auch ganz klar sagen muss, ich hatte mit Rapstar im Vorfeld keine Absprache bezüglich der Kiddies oder so, gar nichts, ne, also ich bin da so ein bisschen Risiko gegangen, ne, grundsätzlich habe ich euch ja schon mal gesagt, nicht, dass meine Kinder erwähnt werden. Das habe ich in dem Tour 2 mit Kato gegen Wolf und Joe Ferro das erste Mal meinen Gegnern auch gesagt, das habe ich Chris Kotzen gesagt. Und trotzdem hatte ich in beiden Battles das Gefühl, okay, da kommen jetzt keine ekligen Lines drüber, aber es wird irgendwie thematisiert. Ja, du willst jetzt keine Lines gegen Kinder und dies, das, tralala. Und ich bin hier einfach so ein bisschen Risiko gegangen und habe so gedacht, Mann, ich glaube, Rapstar verfolgt das Ganze gar nicht so krass und vielleicht hat er ja gar nicht so auf dem Schirm, dass ich Kinder habe und wird dementsprechend dieses Thema gar nicht aufmachen, bevor ich ihm das jetzt quasi als einer, der gar nicht so krass in der Szene ist, auch noch unter die Nase reibe, dass ich das halt nicht möchte und er das dann vielleicht extra ausnutzt, so, ne? Deswegen konnte ich mich hier nicht beschweren, es hat mich auf jeden Fall abgefuckt. Ich weiß nicht, ob man das dann so ein bisschen bei mir sieht, ne? Ich gucke halt einem Gegner eigentlich immer auch viel in die Augen während der Battle, hier habe ich so ein bisschen an ihm vorbeigeguckt, ne? Weil ich das Thema dann einfach sehr ekelhaft finde und mich da ein bisschen beherrschen muss auf jeden Fall und so ein bisschen überlege, ey,
macht er das Thema halt jetzt auf oder zieht das jetzt noch so komplett ins Bodenlose? Na, und ich weiß nicht so, da tue ich mich dann immer sehr schwer mit. Hier konnte ich natürlich dann irgendwo nichts sagen, weil für ihn war es so gesehen kein Tabu. Na, also ist meine Pokerstrategie auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Seitdem habe ich es dann aber auch wieder jedem gesagt. Magst du uns Türken und Afrikaner nicht? Okay, alles klar, dann nehme ich deinen Döner weg. Deine Musikkultur, schick dich auf den Straßenstrich, lass den Alex hier blasen, bis der Alex vor lauter Blasen sogar Blasen kriegt. Digga, bei dir geht's immer der Nase nach. So lange, bis die Nase bricht, denn auf einmal steht eine Wand vor dir, die in Sachen verbaler Gewalt eine Sprache spricht, die für deutschen Rap die Offenbarung ist und zeigt, es kann nur einen geben. Was für ein Zufall, dass du auf mich in dieser Paarung triffst. Du Arschgesicht. Hey, schaut den doch mal an, ganz ehrlich. Der sieht aus wie so ein Bulle, der bei Tatort chillt. Junge, deine Definition von Rap ist: Hey, Arinade, machst mir gerade noch ein Pilz? Ein guter Bierdusch, das ist was Herrliches. Da scheiße ich auf jede Zigarette, da hat nichts wert, so ein Schweinedreck. Mann, Alex, du Rollkragen-Pulli-Lelek. Das wird wohl nichts mit der Fahrt ins Büro, denn ich werfe auf deinen Volkswagen-Gullideckel. Während ich Erfolg habe in Goldbade, sieht man diesen Schwanz dort in Uni-Battles, im Bloodspot mit Bussi-Fresse. Junge, du bist der Diltili-Champion, aber musstest für den Platz dort mit Zügel rappen, den Schwanz von der Jury lecken und alles vorher mit jedem Gast vor der Tür besprechen. Junge, das nennt man Lügenpresse. Also, ich muss sagen, alles in allem gefällt mir Rapstar tatsächlich besser als gegen Fresh Polacke. Warum? Weil er sucht sich irgendwie Punkte raus. Das finde ich, hat er gegen Polacke halt nicht gemacht. Ne? Das haben wir uns ja Sonntag erst angeguckt. Da war es halt irgendwie die ganze Zeit, ja, du, ich bin krasser als du, du wirst mit Musik keinen Erfolg haben. Und dann halt am Ende dieser ganze Aufbau, ich liebe deine Mama, Mann, und dann die Maske anziehen und sowas. Ne? Das war dieses Battle für mich von Rapstars Seite jetzt zusammengefasst. Und hier, er pickt sich Angles, ne? Er nimmt sich halt den Angle, hier Nazi, Pädophilie, du bist Vater geworden, du bist Diltili-Champion und sowas, ne? Was da jetzt dran ist, wie er die verarbeitet und sowas, das ist dann die zweite Sache. Ich muss aber auch sagen, trotzdem habe ich das Gefühl, hier und da versucht er oder schafft er es besser, eine Pointe zu setzen, auch wenn jetzt dieses, man sieht ihn blasen, bis er Blasen kriegt oder sowas. Das ist jetzt keine Über-Punchline. Ich hatte sowas Ähnliches schon mal, ne? Deine Mutter muss Blasen an den Füßen und kriegt davon Blasen an den Füßen oder so. Irgendwie sowas hatte ich auch schon mal, aber ist ja auch egal, ne? Aber keine Ahnung, so jetzt ein Cringe-Moment, wo er da irgendwie gesagt hat, wie ich ein Bier bestelle. Und ich muss sagen, ich habe jetzt diesen Punkt nicht so ganz gedickt, was er mir da vorgeworfen hat im Titelmatch. Ja gut, er meint halt wegen dem dritten Part, in seinen Augen ist das dann bei der Jury Blasen, ich sehe das nicht so. Aber warum er jetzt sagt, im Vorfeld mit jedem Gast irgendwas thematisch abzusprechen, sowas nennt man Lügenpresse. Die digge ich auf jeden Fall nicht, naja. Alter, hey, Alter. Hey, in Interviews, da macht er ja auch richtig nett. Janne, so richtig Knecht. Digga, wäre ich ein Fan von dir, würde ich das Ganze hier zurückspulen, mein eigenes Leben hinterfragen und dich komplett. Ich bin glücklicherweise nicht so nett. Jetzt wird der Hochstapler gefickt, dieser Home schreibt Geschichte, während dich Pikachu mit einem Stromschlag erwischt, entscheide ich, wie ich dich so in einer Bitch in Mikroskopteilchen splitte. Deine Freundin trocknet bei dir aus wie so eine Toastscheibe. Ich komm groß rein, aber weil ich sie heute verlasse, nimmt sie noch als Toast sein. Und Alter, der ist so klein, das könnte der allererste Ant-Man-Trailer mit Niveau sein. Time, du Bastard, Alter. Ja, schade halt, ne, weil das letzte war auf jeden Fall auch eine gute Punchline, ne, aber gerade dieses sein Name beim Gangbang Ant-Man, ne, hat man davor schon von Greg Pipe gehört, so, ne, das ist dann halt immer so, wenn Wortspiele ein zweites Mal passieren, ne, dann nimmt das immer viel Effekt weg. Ich glaube, Rapstar verfolgt die Szene nicht so krass, als ob ich dem hier in irgendeiner Art und Weise unterstellen möchte, dass er es schon mal gehört hat, aber Battle-Rap-Zuschauer haben die Line auf jeden Fall auf dem Schirm oder sollten sie auf dem Schirm haben und deswegen knallt die dann halt auch nicht so übertrieben. Also ich weiß es nicht, ne, ich habe schon das Gefühl, er hat so sich alles in allem ein bisschen entwickelt zu seinem letzten Battle, aber ich weiß es nicht, es gibt auch so ein paar Punkte, die er vielleicht von Live-Shows hier versucht zu übernehmen, dass zum einen halt die
die Performance, die Bühne zu nutzen, so, ne, von links nach rechts zu laufen und weiß nicht, teilweise kam mir das aber auch so ein bisschen hampelig vor, ne, weil, wie gesagt, im Battle, du kannst natürlich, finde ich, wenn es inhaltlich passt, auch mal um den Gegner rumlaufen, nahe kommen oder weiter weggehen zum Publikum oder, keine Ahnung, dann zum Veranstalter in die Richtung, aber ich finde, so wie er das jetzt delivered hat, hat es halt irgendwie nicht so zu den Inhalten gepasst, sowas, ne, deswegen, ich weiß es nicht, schwieriges Ding, ne? Ich bin immer sehr selbstkritisch, ich bin mit meiner Runde nicht so zufrieden. Ich finde, er hatte jetzt aber auch nicht übertriebene Highlights in seinem ersten Part. Ach, Mann, es ist ein Festival-Battle. Ich muss euch heute sagen, ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. So, kann man an ihn geben, kann man an mich geben, können wir bei Unentschieden lassen. Ich glaube, ich gebe euch am Ende einen Gesamteindruck, weil ich weiß jetzt echt nicht, was ich da besser fand. So. Na, gucken wir mal. Digga, du siehst aus wie einer, der hauptberuflich Austern schält. Und wenn hier alle drauf wie du, dann hieß das hier Jungfrauenfeld. Egal, was hast du noch gesagt? Ey, bei dem Part hast du mich echt bestätigt, Digga, dass das Battle hier ist für dich wie so eine Challenge bei Wetten, dass. Und ich wette, dein Puls ist elektromagnetisch und das ist der Grund, warum du keine Technik hast. EMP, Motherfuck. Boom. Egal, Frauenfeld, ich hoffe, ihr habt noch Bock, denn jetzt gibt's hier Bars und Party und ich bettel den Türken in einer Sonnenbrille, wie Gaddafi. Aber was geht ab, Rapstar, du Inzestwesen? Glaub mir mal, ich fick dein Leben und lass mir später von dir noch den Pimmel kneten. Wobei, das könnte dem Rapper gefallen, der ja seine Zuhörer auffordert, ihm die Soße und den Dip zu geben. Digga, du sagst ernsthaft auf dem Track, gib mir die Soße. Gib mir die Soße, gib mir die Soße, gib mir die Dips. Digga, ich hab den Scheißdreck gehört und dachte mir echt, der Spacko hat einen Schaden. Aber bitteschön, hier hast du Ketchup und Curry. Wenn dir das nicht reicht für Mayo, musst du mir einen blasen. Digga, ich könnte noch hunderte Zitate von dir flippen. Aber deine ganze Musik zu hören, ist eine Todesqual. Außerdem hampelst du immer rum, als steckt dir so ein roher Aal in deinem Kotkanal. Junge, ein verficktes Battle hast du bis jetzt gemacht. Und jetzt mal unter uns. Wäre das Battle eine Möbelhausabteilung, dann wär's der Stuhlgang. Denn Digga, das Battle war sowas. Digga. Oh, scheiße, Mann, die habe ich ja gar nicht. Ey, wie gesagt, ich habe dieses Battle gefühlt noch nie gesehen. Das sind so. So Lines bis jetzt, ne, wo ich sag, ja, teilweise okay, ein paar Lacher drin, aber waren die hier auf dem Frauenfeld zu verballern, Alter. Also hätte ich die mal lieber mit ins Titelmatch genommen. Wärst du eine Möbelhausabteilung, wärst du der Stuhlgang. Scheiße, Junge. Also der erste Konter, den fand ich gut. Ne, sehen alle aus wie du, hieß das Festival Jungfrauenfeld, auf jeden Fall Lachkick, hätte man irgendwie noch geiler gegen einen Rapper bringen können, der irgendwie Young irgendwas heißt, ne, Young Rapstar, ne, würden sich alle hier benennen wie du, hieß das Jungfrauenfeld oder so, den fand ich aber auf jeden Fall auch gut, den mit EMP, elektromagnetisch, dass du keine, also klar weiß ich, was EMP ist, aber was habe ich denn gemeint? Also den habe ich jetzt irgendwie jetzt beim ersten Mal hören nicht gedickt, wollte jetzt auch nicht zurückspulen. Also der Part auf jeden Fall lustiger und das ist das, was ich meine, wenn du auf ein Festival gehst, bring sowas, scheiß auf Gegnerbezug, scheiß auf Analyse, auf Deep und was auch immer. Gib ihm einfach paar Zweizeiler, Digga, und das reicht so. Guck mal, die Runde knallt doch jetzt wie nichts anderes in dem Battle, ne? Wärst du nicht die Letzte, hören wir nochmal. Unter uns, wäre das Battle eine Möbelhausabteilung, dann wär's der Stuhlgang. Denn Digga, das Battle war sowas von scheiße, ich kann an Dr. Knars Fingern die Lines aufzählen, die gut waren. Ey. Boah, scheiße. Ich glaube, das war auch noch ziemlich aktuell, ne, dass das Dr. Knarf da irgendwie mit seinem Crystal Meth Labor in die Luft geflogen ist und boah, heftig, wie der danach aussah, ne? Aber dann hier noch diesen so, also die Line hat mich jetzt komplett gekillt. Setup vom Feinsten, böse Punchline.
Das ist Gold und boah, dass ich das für ein Festival verballert habe. Alter Falter. Ey, aber trotzdem stehst du jetzt vor mir und alle können sehen, der Lappen wird rasiert. Redest immer nur von Para machen, Bunnies klären und Drugs zu konsumieren, aber du hast so wenig Plan von Hustlen im Revier. Ich wette, du denkst immer noch, bei Geldwäsche würde man manipulieren. Ja, yeah, und jetzt fang an zu salutieren, denn du... Die habe ich auf jeden Fall nochmal irgendwo benutzt. Ich habe so eine Schatzkiste mit Punchlines, da schreibe ich immer alles rein. Wenn ich was benutze, lösche ich das. Dann, die habe ich wohl nicht gelöscht. Die habe ich, glaube ich, so ähnlich, also irgendwie Geldwäsche manipulieren. Die hatte ich, glaube ich, irgendwie gegen Jamie oder so nochmal benutzt. Du hast so wenig Plan von Hustlen im Revier. Ich wette, du denkst immer noch, bei Geldwäsche würde man manipulieren. Ja, ich habe die ein bisschen anders. So, da habe ich über die Pizzeria-Zeit geredet. Und hab dann gesagt, keine Ahnung, bei der Pizzeria ging es mehr um Geldwäsche, also da wurde manipuliert. Naja. Wissen nur 47.000 Leute. Ja, yeah, und jetzt fang an zu salutieren, denn du stehst hier vor dem Leutnant. Digga, ich vercheck dir etliche Kräuter mit Räubern am Bolzplatz und koch in Bonn Meth-Kristalle, die größer sind als der Eisbrocken beim Super Toy Club. Weißt du warum, Digga? Weil ich bin der Beste, der King, der Champ. Deshalb stehe ich wieder mal als Headliner auf der Card. Wie bei Harry Potter, dieser Schokofrosch. Digga, nachdem ich Frauen penetriere, tätowier ich den über die Möse so einen toten Kopf, denn ich hab einen härteren Schwanz als Robocop. Und Scheiße, was geht denn ab? Die habe ich so ähnlich in meinen Notizen, Mann. Alter, ich hab letztens einfach so ein Wortspiel auf, ich habe Eier aus Stahl und ich habe mir in die Notizen geschrieben, Eier aus Stahl wie Robocop. Und ich glaube, da habe ich sogar auch Schokofrosch als Reim, Alter. Da muss ich die für mein letztes Battle wieder streichen oder was? Warum habe ich den schon mal gehabt, oder? Hatte ich das irgendwo, Schokofrosch, Robocop? Naja, wird gecheckt, aber ich stehe als Headliner auf der Card wie bei Harry Potter, der Schokofrosch. Ich sag doch, King in Mutterleins, King in Harry Potter Bars, Junge, was? Und ich bin bei deinen Ex-Frauen beliebt, so wie Hitler in Bayern, denn deine Ex hat mir gesteckt, dein Geschlecht sieht aus wie ein Kitzler mit Eiern. Aber scheiß mal auf Bayern. Digga, ich komm nach Stuttgart und zwar direkt bei deinen Eltern in die Wohnung, du Bastard. Mann, ich bin zwar nicht das Baby von den Dinos, doch ich platz da rein und frag, wo ist die Mama? Ey, und jetzt mal ernsthaft. Wird ein normaler Mann seine Frau beim Fremdgehen erwischen, dann wird er die entweder abschlachten oder er sieht das als einen Schicksalsschlag. Aber dein Vater feiert mich. Dann fick ich deine Mutter in der Küche, steht er daneben und macht mir Shish-Kebab. Beste Fleisch, frisch geschlachtet. Fick ich sie im Auto, steht er daneben und guckt wichsend durch das Schiebedach. Und fick ich sie im Wohnzimmer, hab ich dabei einen Controller in der Hand und zieh ihn gleichzeitig in FIFA ab. Ey, und danach ist deine Mutter kaputt, da Unge. Denn glaub mir, wenn ich sag, der Kitzler geht bis zu den Knien, dann meine ich nicht, der hat heute Wandertag. Digga, die ist danach so ausgeleiert, wäre ihre Fotze eine Videokassette, dann hätte die Bandsalat. Digga, ein Löwe läuft niemals durch ein Hamsterrad. Und genau das ist auch der Grund, warum ich dich hier nur mit Desinteresse wegfick. Das war ein Part Real Talk, ein Part Generics. Jetzt gibt's noch einen mit Technik. Time. Schöne zweite Runde. Ah, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also der zweite, der ging doch richtig ab, ne? Und das ist halt das, ne? Festival, ich wiederhole mich, ne? Macht's euch einfach, ne, weil wie gesagt, Publikum ist besoffen, hat in der Regel nicht so viel Ahnung von der Materie und sowas, ne, und da reichen zwei Zeiler vom Feinsten, ne, also wie gesagt, teilweise ärgert's mich gerade, was ich hier so alles verballert habe für das Battle, aber die Runde hat mir jetzt eigentlich richtig gut gefallen, ne, ich hatte ein bisschen mehr Power, die Lines sind angekommen, die Lines waren gut bis sehr gut, ne, also das, was mir jetzt gar nicht gefallen hat, war eigentlich dieser kleine Aufbau da mit ein normaler Mann macht dies und das und dein Vater guckt mir aber durchs Schiebedach. Das ein oder andere Bild davon war wieder lustig, aber ich glaube, die Story dann einfach so zu oft schon gehört, ne? Der Vater, der mich dann auch noch feiert und nicht einschreitet oder sowas, ne? Ich weiß nicht so. Da hätte ich dann lieber
so rückblickend noch ein paar Zweizeiler gekickt, ne, statt da irgendwie so eine kleine Mutter-Vater-Story aufzubauen oder sowas. Das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Und ja, dieser Vergleich hier mit Baby von den Dinos, ja, hat man vermutlich auch schon hier und da mal gehabt. Ne? Also war jetzt auch nicht so die Über-Punchline, aber wie gesagt, da waren ein paar richtig schöne Dinger dabei. Mein Highlight war der Stuhlgang. Und mal gucken, wie Rapstar dagegen hält jetzt. Von Jarambo! Zweite Runde Rapstar, Frauenfeld. Seid mir jetzt alle ruhig! Junge, frag deine Frau, ob sie noch sauer ist. So eine Bauernchick, sie kriegt dauernd dick. Sie ist bestimmt kein Mauerblümchen, nur weil sie durch Mauern blickt und jeder Typ auf dem Frauenfeld seinen Schwanz reinschiebt, bis diese Frau erstickt. Weißt du, was traurig ist? Dass nach über 10 Jahren nichts in meinem Bauch drin ist, außer Staub und Shit. Ich nimm meinen Schlauch und fick dich, tauge nichts, auch in Schlitz, Außenriss, aufs Genick drauf und rip. Lauf ins Licht, so endet der Krieg, wenn der König über die Bühne stolziert und auf den Bauern trifft. Schachmatt. Da ich weiß, dass du nix drauf hast, Digga, außer Zahnbelag, gebe ich dir einen Vaterrat, du Magerquark. Lass doch mal dein Gesicht zu Hause, vielleicht hast du da noch mal einen starken Part, du Hakennase. Mann, dein Gesicht scheint immer einen Haken zu haben. Junge, um dich zu fronten, bräuchte man eine neue Grafikkarte. Achtung, der Arschfick startet. Ich hab gehört, dass das Einzige, was dich in Battles wirklich trifft, deine Schönheit ist. Ein Komplex, der in unserer Zeit sehr präsent ist und represented wie determiniert und geblendet Leute Filter verwenden, um die Sicht auf ihr wahres Bild zu verändern. In deinem Fall kann man wirklich nicht von Glück reden. Junge, du kannst die Zeit weder vor noch zurückdrehen, aber wenn das deine Mutter könnte, würde sie dich sofort wieder zurückgeben. Alter, Digga, sowas haben wir echt nicht gebraucht. Ey, Bro, nachher zieh ich das Messer aus der Weste heraus, stech's dir im Bauch, du hässlicher Lauch. Ich spreche aus mir aus, mit meinem vollsten Respekt an die Crowd. Ich nimm seinen Titel, setz mich darauf, leg eine Wurst und sag, hier, du Wichser, leck sie jetzt auf! Na, das ist wieder so ein bisschen überperformt für den Inhalt, ne? So, du kannst so vieles machen, was jetzt unerwartet kommt, ne? Aber ich scheiß auf deinen Gürtel und sag, leck das jetzt auf, so. Ich weiß es nicht, ne? Ich finde, auch hier wurde es wieder ziemlich gewürdigt, ne? Mit dem Flow, wie er eingestiegen ist, auch wenn die Punches, ne? Ich weiß nicht, dann fehlen dir irgendwie ein guter Reim für so ein stumpfes Wort und du nennst mich dann du Magerquark, ne? In dieser Reimkette mit Hakennase und sowas. Das, Mann, Alter, da hättest du noch irgendwas anderes, keine Ahnung, du Wannabe Carsten Stahl oder irgendwas, ne, so da gibt's doch 1000 Wörter auf das Reimwort, so, weißt du, aber dann irgendwas, was halt keinen Sinn ergibt zu machen und was jetzt auch irgendwie nicht lustig ist, klar, Magerquark vielleicht so nach dem Motto, du bist dünn, aber weiß ich nicht, hättest du doch irgendwas Besseres nehmen können. Und ich finde da in dem Moment, wo er halt gesagt hatte, hier deine, hätte deine Mutter so eine Zeitmaschine oder könnte sie die Zeit zurückdrehen, dann hätte sie dich nicht gemacht oder irgendwie so hat das gesagt. Da hättest du so ein bisschen erklären können, warum. Na, dann hättest du nochmal irgendwie einen guten Punkt aufgemacht. Also wie gesagt, Rapstar ist vollkommen in Ordnung hier, aber wie gesagt, wie im Fresh Polacke Battle immer noch so ein bisschen Probleme damit, wirklich Highlights für ein Rap-Battle zu setzen. Junge, also echt jetzt, was Major Rap? Ich stell deinen Katheter einen Meter weg, sobald du pissen willst, reißt es dir die Blase raus. Direkt neben einem AIDS-Patient, der sich stets was denkt, wenn ein wehrloser Boy neben ihm liegt und seine Arme vor dem Face verschränkt. Aber er steht schon längst, also was geht, du hängst? Ich fick dich so hart durch, dass wenn du Diltili hörst, nur noch an Penisse denkst. Und chinesische Gangs. Also, mach dich ready für eine Elektrokonfusionstherapie. Ich jag dir so viel Strom in dein Knie, bis deine Hoden explodieren und du durch deine Konfusion wieder siehst, was für ein Hurensohn-Kind bei dir im Wohnzimmer liegt. Du kleiner Peach. Yeah. Und ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns alle auf die dritte Runde. Du wolltest Technik zeigen. Danach kommt meine Runde Technik. Dann bin ich mal gespannt, Digga. Viel Spaß. Beide MCs haben noch. Ja, Runde war jetzt auch übertrieben kurz, ne? Und so richtiges Highlight, wie gesagt, hat es für mich nicht. Na, ich weiß jetzt nicht, ob ich es irgendwie falsch aufgenommen habt, ne, aber dann auch mit dieses Hurensohn-Kind, was in deinem Wohnzimmer liegt und sowas, ne, das turnt mich natürlich dann persönlich übertrieben ab. Neutral versuche ich jetzt irgendwie so zu überlegen, war der Punch denn gut oder sowas, ne, und das, ich weiß nicht, so vom Aufbau und so hat's halt nicht mal irgendwie
etwas aufgebaut, sodass meiner Meinung nach, dass ich das die Bezeichnung oder den Inhalt dann am Ende irgendwie verstehen kann und sagen kann, alles klar, ne, er stellt da etwas so und so hin und deswegen kommt er am Ende darauf, das weiß ich nicht, das hat er, finde ich, nicht gut verpackt und deswegen hat das für mich halt auch irgendwie nicht gesessen. So, ne, am Ende würde ich sagen, ist er entweder rausgekommen, vielleicht war deswegen der Part zu kurz oder er hat versucht, so eine Art Freestyle-Konter einfach noch hinten dran zu hängen, weil er gedacht hat, okay, passt halt eher am Ende, wenn ich meine nächste Runde ankündige, dann wäre das eigentlich auch eher kreativ, ne, weil das eher ungewöhnlich ist, dass man normalerweise bringt man halt zum Rundeneinstieg seine Konter, dass jemand eine Runde abschließt und dann eventuell noch einen Konter bringt, um auch seine nächste Runde so ein bisschen dadurch einzuleiten oder sowas. Habe ich so noch nie mitbekommen. Ne, ist halt jetzt die Frage, ob er das Freestyle-mäßig gemacht hat, um da halt einen Choke zu überspielen oder ob er das wirklich, als er das gehört hat, als ich das gesagt habe, dass er das wirklich ganz geplant da jetzt hinten dran gehangen hat. Ne, dann fände ich es wirklich krass so, weil, weiß ich nicht, ich kenne keinen, der das jetzt irgendwie so auf Anhieb gemacht hat, ne, so ein Konter am Ende der Runde zu platzieren. Naja, ich wollte es nicht nach Runden machen, weil ich würde sagen, die Runde wäre für mich auf jeden Fall sehr eindeutig gewesen. Bleiben wir aber beim Judging-System, was ich eben angekündigt habe und machen das Ganze nach dem Battle. Eine Runde, Jarambo, let's go. Jo, da machen wir mal einen kleinen Blick durch dein Leben und fangen kurz vor deiner Geburt an. Denn da konvertierte dein Allmann-Vater zum Islam und bezeichnete sich seitdem selbst als halb Ufuk, halb Jürgen und verfasste urheberrechtlich geschützte Puff-Analysen. Deine Mutter war eine im Dschungel geprüfte, nuttige Türkin mit dem Körperumfang eines Neufundländer-Rüden, in der zu dem Zeitpunkt schon mehr Kanaken waren als in Pusher-Anzügen, die sie öfter gefingert haben als ihre Schusswaffenbügel. Man normalerweise verkaufte ihre Löcher nur unter einer Fußgängerbrücke. Doch dein Vater schwängerte sie hinter einer Stuttgarter Kirche. Dabei wollte er dich normal nach ein paar trainierten Schubkarrenschüben in ein Schutzgummi schießen. Doch mit der Zeit entwickelte er Muttergefühle und machte dir täglich Futter zum Frühstück wie Yum-Yum-Müsli oder Sucuk mit Zwiebeln und Buttergemüse. Doch dann kam der Tag. Gesteuert von seinen Zuchtaffentrieben, mietete er sich eine Luxuskajüte, hat sich das Brusthaar gebügelt und brach Mustafas Psyche wie Krustentierwirbel beim Zubereiten von knusprigen, gewürzten Hummern, Langusten und Flusskrabbenstückchen mit der Begründung, komm mein Junge, wir können schon mal für die Musterung üben. Ey, und trotz alledem ist Mustafa inzwischen abgehoben, so wie Lufthansa-Flüge, sagt, er wird reich durch Schutzgeldbezüge, aber du bist so eine Pussy, du wirst sogar vom Tunschmann verprügelt. Digga, als Kondom reicht dir Schlumpfpapas Mütze, denn dein schuppiger Schniedel sieht aus wie ein krummes Radieschen und würde Greg Pipe neben dir am Pissoir stehen, mit einem kurzen Blick auf dein schlaffes Nüdelchen, wird er dich mit einer Dose bewerfen und sagen, Red Bull verleiht Flügel. Falsche Taktik. Also erstmal, was Gier und, Gier hat es mich halt im Interview gefragt und Rapstar hat sich dann, glaube ich, im Interview so ein bisschen angeschlossen, dass er da so ein bisschen überrascht war, weil als ich eine Technikrunde angekündigt habe, sind die davon ausgegangen, dass ich jetzt ähnlich wie Rapstar versuche, in verschiedenen Varianten zu flowen. Und ist auch klar, dass man das so verstehen kann. Ich meinte halt Texttechnik so, ne? Und ich finde trotzdem, wenn du so eine Runde ankündigst, dann könnte man erwarten, dass du in der Runde vielleicht auch verschiedene Styles ausprobierst, dass du eine Reimkette machst, dass du ein Scheme machst, dass du ein Spit machst, dass du, keine Ahnung, verschiedene Reimarten bringst und sowas und einfach zeigst, dass du alles beherrschst. Ne? Und im Endeffekt kündige ich eine Technikrunde an, auch wenn ich jetzt wirklich Texttechnik meinte, und habe im Endeffekt eine Reimkette, die sich jetzt 2 Minuten oder so durch diesen ganzen Part zieht. Ne? Das heißt, zum einen hat man jetzt, glaube ich, was komplett anderes erwartet, was nicht passiert. Und auf der anderen Seite muss ich halt sagen, auch hier wäre ich wieder mit 2 Zeilern viel besser gefahren, weil man kann jetzt den Hut davor ziehen, wie viele Reime ich da gefunden habe, mit so vielen Silben und alles. Und trotzdem glaube ich einfach, ist das gerade auf so einem Festival auch wieder der ganz falsche Ort, um so eine Geschichte zu erzählen. Ne, man hat wirklich gesehen, wie die zweite Runde geknallt hat und da ging es zusammenhanglos von der Line zu der Line zu der Line. Hier musst du jetzt folgen. Ne, du musst von Anfang an drauf achten, okay, der Vater hat das gemacht, dann hat er das gemacht, dann kam der Mustafa dazu und der hat deswegen, ist ihm dies und das passiert und das nervt, ne, und deswegen weiß ich nicht,
kommt das auf jeden Fall nicht gut an. Also ich bin nach wie vor stolz auf diese fette Reimkette und auch hier kann ich sagen, auch hier, das habe ich sogar wirklich bewusst gemacht, habe ich mir so einzelne Reimwörter genommen und auch nochmal wiederverwertet, ne, so dass ich da eine kleine Kette, die dann auch irgendwie ein bisschen Inhalt hatte und gepuncht hat, ich glaube gegen Karma war das, nochmal verwendet habe. Cool ist das nicht. Ich habe trotzdem halt gedacht, dieses Battle hätte nochmal viel weniger Klicks, als es tatsächlich hat. Also ich meine, ich habe irgendwann habe ich nur mal drauf geklickt und habe gesehen, das hatte so 20, 25.000. Naja, macht man eigentlich trotzdem nicht, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde, hier ist die irgendwie komplett untergegangen. Auch dieses mit Tunschmann und sowas, das brauchst du nicht bei Top-Tier machen, weil da weiß keiner, wer das ist. Auf dem Frauenfeld weiß keiner, wer das ist. Sind einfach so ein paar Dummheiten, ne? Und ich bereue es halt nicht, einfach drei Parts so geschrieben zu haben wie den zweiten. Wir hören uns das jetzt noch zu Ende an, weil ich glaube, die Reimkette zieht sich jetzt mit dem gleichen Reimwort bis zum Ende hin. Aber scheiß mal auf deinen kleinen Schwanz. Digga, wenn man deine Mutter fragt, wo zwischen Arsch und Vagina der Unterschied liege, dann antwortet die, ganz stumpf ohne Lüge, das ist wie Sumpf gegen Wüste. Außerdem sagt die, mein Schwanz schmeckt wie eine fruchtige Beefy. Und nachdem ich ihr mein Sperma in ihre Kunsthaare schmiere, kacke ich ihr dutzende Würste in die Fresse in Form von einem Nussknacker-Krümel bis zur Nougat-Praline und sag, so Bitch, wurde mal wieder Zeit für eine Mundwasserspülung. Mann, die steht drauf, wenn ich ihr an den Brustwarzen spiele, doch ich erwürg sie lieber mit einer Supermarkt-Tüte und tret ihr mit meinen Busfahrerfüßen in die Fruchtwasserdrüsen. Digga, niemals brichst du meine ACAB-Grundattitüde. Du kannst gern das ganze Festival deinen Schnupftabak schniefen, aber mich siehst du vor den Bullen im Süden mit einem Rucksack voll Blüten und ich rauch kunstrasengrüne Kuschpflanzendübel. Time, du Hurensohn. Ja, also wie gesagt, das ein oder andere Bild in dieser Reimkette war definitiv lustig, aber alles in allem, glaube ich, ist das auch eine Runde, die man sich hätte sparen können. Weiß ich nicht, hat mir gerade absolut keinen Spaß gemacht, das anzugucken, hat mich absolut nicht abgeholt, muss ich sagen. Wie gesagt, ich kann mir da ein bisschen für die Reimkette zwar, für die Anzahl der Reime und so ein bisschen auf die Schulter klopfen, aber auch für eine dritte Runde, weiß ich nicht, komplett verschenkt. Alter. Ja, Alter, du erklärst uns die ganze Zeit, du kommst von unten. Ja, okay, das wissen wir schon. Aber mich interessiert deine Mitleidsnummer nicht, du Hurensohn. Warum kommst du mir mit irgendwelchen Sachen, die ich nie begangen habe, während du von Mangel redest, Stangenware, zählte ich kalte Tage im kalten Regen. Junge, Alex, wie kannst du mit so einer Haltung leben? Du hast keinen relevanten Track, keine Videos und keinen Plan von Labels. Junge, wenn ein A&R dich signen würde, würde ich seinen Kopf zerschneiden mit einer Kreissäge, denn um an jemanden zu glauben, bedarf es zwei Regeln. Erstens, du musst das Potenzial sehen. Zweitens, du musst die Entscheidung mit ins Grab nehmen. Aber da gibt es noch einen dritten Punkt. Stellst du dich zu sehr in den Mittelpunkt, kann es sein, dass Rapstar kommt und deine verfickte Mutter zwischen die Titten bumst. Ach so, Thema Technik. Amex, Visa, Amex. Tresi liegt bei Hades. Was für 50-50, ey. Gib mir lieber alles. Cash und Mastercard. Kauf bei Avatars. Schrei zum Küchenchef, Chef. Nur noch à la carte. PPA, Peroli. KK Blatt Brioni. Jetzt wird renoviert. Nur noch Mahagoni. David Copperfield. Ladies on my dick. Baby, komm mal mit. 80 on my wrist, Bitch. Ha, mindestens 10.000 Chicks. Ha, bin in dem Game und ich whip. Ha, Bitch, ich bin Fame und du nicht. Ha, 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 sick. Hey, Groupies tanzen auf dem Tisch. Hey, Brüder platzen ins Gericht. Hey, du kriegst Flaschen ins Gesicht. Hey, du kriegst Flaschen ins Gesicht. Der wollte mir mit Technik kommen. Okay. Rap, sticky, stärkste, bis die direkt in die Bad Bitch im Miniver. Bitte merkt es, stärkere Killer her mit der Pille Baller, mit dem Vers in die Mitte, Pass mit dem Gibbet. Digga, wer ist wer mit der Stimme, der mit der Klack, der mit dem Herzen, Kack, wer bitte was? Digga, wenn ich mehr bin als das, wer bin ich dann? Der mit dem Erbe, verdammt wertvoller Mann. Und der redet von Technik, Alter. Also, was ich mich jetzt wirklich nur frage, ist,
Hat er dieses Technik-Ding gehört? Hat ihn das so abgefuckt? Ne? Ich meine, ich weiß noch hier Face-Off Cassius Clay gegen Jesus, ne? Wie Cassius Jesus die ganze Zeit am Beleidigen und am Ärgern ist und Jesus bleibt die ganze Zeit sachlich und cool und dann sagt Cassius Clay irgendwann, du kannst kein Double-Time rappen und dann, boah, Alter, dann rastet der aus und wird zu so einem Teufel und schreit rum und was los mit dir, du kleiner Pisser und was für ich kann nicht Double Time, ich hab Double Time, ne? Und ich weiß nicht, es kommt mir gerade so ein bisschen vor, als ob ich ihn da irgendwie an seinen Eiern gepackt habe, ne? Zu sagen, ey, ich zeig dir gleich, was Technik ist, obwohl ich ja eigentlich auch was ganz anderes meinte. Ich habe so das Gefühl, entweder hat er wirklich keinen guten dritten Part gehabt und überspringt den jetzt und man sagt immer so wirklich so ein Rapper, der viele Live-Shows spielt oder sowas, der hat 10, 20 Texte von sich, so aus dem FF drin, die kann der machen Beat an und der kann die rappen. Die sind immer im Kopf. Ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er gerade sagt, scheiß auf den dritten Part. Ich such mir jetzt einfach irgendwelche Double-Time-Passagen, Technik-Passagen, die ich habe und rap die a cappella. Ne? Weil es hat nichts mit mir zu tun. Es klingt alles wie Tracks. Das sind jetzt keine Dinger, die der extra für dieses Battle geschrieben hat. Und er freestylt immer wieder da rein, so, du kommst mir mit Technik, ich zeig dir, was Technik ist und so. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er diesen Part so geplant hat und mein, ich komm gleich mit Technik, hat ihm jetzt so in die Karten gespielt, dass er das jetzt immer wieder so raushauen kann und das für ihn so taktisch voll geil jetzt aufgegangen ist. Also mir kommt das von der ganzen Performance, vom ganzen Part her, außer dieser Anfang, wo er mir dann irgendwie erzählt, dass ich keine Ahnung habe, wie man eine Platte verkauft und promotet und sowas, wo ich auch denke, ey, ist vielleicht, kann man machen, aber ist vielleicht, bin ich der falsche Gegner für, Mann. Wenn du jetzt gegen ein Kapital battlen würdest, ne? Ich meine, dem kannst du natürlich dann nicht von oben herab sowas erklären, aber wenn du jetzt von mir aus auch mit irgendeinem jemanden, der bei Rap am Mittwoch gewesen ist, ne? Keine Ahnung, sei es ein Karate Andy, der vielleicht heute nicht mehr so aktiv ist, oder ein Gospel, wo ich denke, okay, der ist dann auch irgendwann zur Mucke gegangen, aber der hat auch nicht so diesen Riesenerfolg damit gehabt. Wenn du jetzt gegen ihn battlest und dann damit kommst und sagst, ey, der hat wenigstens, oder der, ich weiß gar nicht, ob der einen Deal hatte, aber der hat zumindest so alles dann auf Mucke gesetzt, der hat Alben rausgebracht und die haben sich vielleicht nicht super verkauft oder sowas. Wenn du ihm mit diesem Punkt kommst, dann trifft das irgendwie den Gegner. Aber wenn du jemanden damit ankommst, der noch nie ein Album offiziell verkauft hat, der einfach für sich hobbymäßig bis jetzt ein paar Songs aufgenommen hat und sowas und seinen größten Erfolg im Battle-Rap-Game feiert, dann finde ich, ist das kein guter Angriffspunkt. Zumindest keiner, der zündet. Ne? Und seitdem haut der jetzt irgendwie random Parts raus. Wie gesagt, ich glaube, der scheißt gerade auf seinen Part. Vielleicht bringt er gleich auch noch irgendwie ein paar Stellen davon. Aber das gerade sind für mich irgendwie alles Dinge, die der einfach im Kopf hat. Und die, da kannst du den morgens um 3 wecken und sagen, rap mal ein Double Time. Und der haut dir einen von diesen Parts einfach raus. Digga, du bist einfach nur ein Knecht. Dieses Battle, Alter, das ist eigentlich gar nicht so gerecht, weil, Digga, ich scheiß auf deinen Kopf. Du bist einfach nur ein Pisser. Time. Mach mal bitte Lärm für dieses... Ja, ich weiß schon, warum ich es mir so gut wie gar nicht angeguckt habe. Gefällt mir gar nicht, dieses Battle. Ne? Also auch Rapstar muss man einfach sagen, Runde 3, Thema verfehlt. Ne? Ich jetzt nicht unbedingt Thema verfehlt, aber auf jeden Fall... keine gute Runde gehabt, so, ne? Eine Reimkette, ne, die man dann irgendwie 2 Runden lang ankündigt und der dann keiner so richtig folgen kann, das ist definitiv keine gute Runde, sowas, ne? Da hätte man viel, viel mehr draus machen können, aber wie gesagt, das, was Rapstar da jetzt in der dritten gemacht hat, ist für mich wirklich so Kategorie Thema verfehlt in einem Battle. Na, ich habe ja gesagt, vielleicht kommt da noch irgendwas. Ich habe jetzt eine Line anscheinend zu früh auf Pause gedrückt, sonst wäre die Runde eh schon vorbei gewesen. Und die letzte Line, ja, dies, das, ich scheiß auf deinen Kopf, du Pisser, Time. Also, traurig, oder das Traurigste für mich an der Sache ist, dass das jetzt nicht ein Jarambo von 2014, 2015 ist, der sich noch gar nicht richtig gefunden hat, sondern dass das
der Jarambo ist, der gerade wirklich so das Gesicht von Diltily ist, der den Titel trägt, der den Titel demnächst verteidigt und hier irgendwie in einem Battle, weiß ich nicht, komplett die falsche Strategie wählt, gar nicht gut ankommt. Ne? Ich fand, die zweite Runde von mir war definitiv das Highlight des Battles. Das waren aber im Endeffekt einfach nur zwei Zeiler, ist aber halt die richtige Medizin für ein Frauenfeld-Battle. Und hätte ich rein theoretisch so ein bisschen über drei Runden durchziehen müssen, dann glaube ich, wäre das für mich auch ein ganz easy Win gewesen. So tue ich mich halt selber irgendwie schwer damit, das an mich zu geben. Also ich würde sagen, einfach aufgrund der zweiten sehe ich das vermutlich schon bei mir, aber ist jetzt mit der ersten und der dritten Runde auch absolut nichts, wo ich irgendwie stolz drauf bin. Und auch im Vergleich mit dem, was Rapstar dann teilweise so in der dritten da rausgehauen hat und sowas, nichts, wo ich sagen kann, geil, ich habe einen Rapstar, der viel besser als gegen Fresh Polacke war, besiegt oder sowas. Ne? Ich fand auch abschließend das nochmal, Rapstar hat auf jeden Fall hier und da viel, viel besser ausgesehen. Also wie gesagt, erste Runde, zweite Runde, bessere Angles gepickt als gegen Fresh Polacke. Zwar auch viel kürzere Runden gehabt als damals, aber er ist besser auf den Punkt gekommen. Ne? Und so der letzte Step wäre jetzt einfach noch, diese Punkte, auf die er kommt, so ein bisschen besser zu formulieren, dass die halt auch einfach besser zünden. So, ne? Dass du damit eine Crowd besser unterhalten kannst. Oder den Gegner halt ein bisschen härter triffst. Das ist jetzt irgendwie nicht der Fall gewesen. Ansonsten, Rapstar ist so der einzige vom ganzen Line-Up gewesen, der nicht mit uns rumgehangen hat. So, der ist, glaube ich, nur zu dieser Bühne gekommen, wo er den Auftritt hatte. Hat sich, glaube ich, das Festival noch ein bisschen reingezogen. Aber der war nicht bei uns im Hotel. Der war nicht mit uns unterwegs. Der war wirklich nur zu diesem Battle da und um da so ein paar Acts zu sehen. Wir haben uns trotzdem auch nach dem Interview noch kurz unterhalten. Und ich finde, der hat einen total coolen Eindruck gemacht. Also der war total sympathisch. Netter Junge auf jeden Fall. Vor kurzem auch ein Comeback gehabt hier gegen Jizzy, ne, sein drittes Battle. Also liegen immer ziemlich viele Jahre zwischen, so, wenn der mal was macht. Aber ich finde es trotzdem cool, dass er es zwischendurch probiert. Das, was gegen Jizzy bei rumgekommen ist, könnt ihr euch auch gerne angucken auf dem Kanal von Top Tier Takeover. Ich würde sagen, ich habe euch viele lustige Stories vom Festival erzählt. Es ist nicht so ganz ekelhaftes passiert wie teilweise auf dem Splash mit Bongtaggy und Konsorten, aber es war auf jeden Fall ein wildes Wochenende. Ich hatte viel Spaß. Ich war danach, glaube ich, eine Woche KO und habe nichts gemacht. Clap hatte mich nämlich eigentlich im Vorfeld noch angesprochen. Der hatte mich zu so einer MTV-Show eingeladen mit MC Boogie und wem anders, dass wir da so eine Roasting-Session machen. Und da war ich einfach zu K.O. danach. Das stand dann auch so ein bisschen auf der Kippe, ob das jetzt wirklich stattfindet oder nicht. Eingeladen waren da ich, Lyri, Mighty, Nidal und ich glaube, Clap selber hat halt auch noch mitgemacht. Und ich weiß nicht, ich habe Lyri halt einmal angesprochen, ob wir da zusammen hinwollen. Er meinte dann selber, er weiß nicht, ob er es schafft. Im Endeffekt habe ich dann aber auch gesagt, ey, ich bin komplett tot. Ich habe nichts geschrieben, nichts vorbereitet. Mach das mal ohne mich. Ne, das wäre jetzt noch, glaube ich, zwei, drei Tage nach diesem Wochenende gewesen. Und dann kommt das, worauf ihr euch anscheinend alle schon wochenlang freut. Nächsten Dienstag, Jarambo gegen Mikesh, Titelmatch Nummer 4. Ich werde damit auch wieder eine Titelmatch-Woche starten. Das heißt, nächsten Dienstag Jarambo Mikesh und dann gucken wir uns Donnerstag und Sonntag die beiden aktuellen Titelmatches an. Ist vielleicht auch ganz spannend, weil das nächste Titelmatch wurde gerade veröffentlicht, zumindest wann es stattfindet. Der Gegner, ja, manche erkennen ihn, manche überlegen noch, wer es sein könnte. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock darauf und diese Woche sehen wir uns auf jeden Fall auch noch zweimal, am Donnerstag und am Sonntag. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Woche, schönen Abend noch, danke fürs Zuschauen, kommentiert und bleibt am Start. Yalla.